Hallo? Diese überheuchelte vorliegende Anzeige. Wir machen jetzt Folgendes. Ich hatte gerade eine Idee, spontan. Ja? Und zwar machen wir uns jetzt, ich nenne das jetzt einfach mal Hartz-IV-Käsestangen. Ist mir spontan eingefallen. Wir nehmen uns einfach ein bisschen Toastbrot. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, aber wir gucken mal. Wir nehmen uns jetzt hier einfach zwei Scheiben Toast. Und dann gucken wir, dass wir hier einfach. Mann, ist das weich. Sie hier einfach Streifchen runterschneiden von dem Geschisse. Das können wir dann. Ja, das ist gerade ein bisschen doof hier. Hier ein Stück Brot und. Vorsicht! Ja, nehmen wir hier ein einfaches Backblech oder ein Gitter, ist Jacke wie Hose. Der Vorteil ist, und das sagen euch ja viele nicht, bei dem Gitter, wenn du jetzt einen normalen Ofen, einen Steinofen etc., ist hier mit dem Blech und so alles schön gut, Pizzastand und so weiter. Und jetzt einen Umluftofen nimmst und nimmst ein Blech. Da hast du ja, wenn du zum Beispiel eine Fertigpizza hast oder so, ist die immer unten noch ein bisschen hell. Wenn du das auf dem Gitter legst, dann kommt durch die Umluft mehr Huschi Huschi auch unten rum, mehr bei. Und das ist eigentlich ganz positiv. Dann wird es halt nicht eine Frisbee-Scheibe, sondern knusprig. Weil man kennt das, wenn man so eine Billigpizza zu lang drin lässt, ist es wie eine Frisbee-Scheibe. Lässt man sie zu kurz und ist sie wabbelig. Also wir haben jetzt hier wir haben hier einfachsten. Einfach einen kleinen Rotstreifen, dann nimmst du dir so einen Käserest, scheißegal ob jetzt geriebener Gouda oder Scheibengouda oder was du für einen Käse vorziehst. Da gibt es ja verschiedene. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Käsesorten das jetzt eigentlich gibt. Wenn wir mal ehrlich sind, es gibt ja so viele verschiedene Käsesorten, gerieben am Stück, was weiß ich, Wurstkäse und so weiter, du weißt schon. Ne? Cheddar-Käse, Gouda, Edamer, Mühlenkäse. Hühnkäse ist zum Beispiel. Und also Bergkäse ist ganz gut, weil es gibt ganz viele Bergkäsesorten. Die sind von Haus aus laktosefrei. Ist dann nicht für alle, aber für viele eigentlich auch ganz gut. Und dann nehmen wir uns halt unsere kleinen Brotsticks hier. Und auf unseren Brotsticks machen wir hier halt ein bisschen mehr oder weniger geordnet. Dann einfach unseren geriebenen Käse drauf. Kannst auch Scheiben nehmen. Die Sache ist, wenn du Scheiben nimmst und das komplett. Beziehungsweise die Brotsticks komplett bedeckst damit, dann werden die Brotsticks ein bisschen wabbelig und das wollen wir ja nicht. Deswegen nehme ich jetzt zum Beispiel den geriebenen Käse. Außerdem habe ich gerade nur den geriebenen Käse da, weil ich kaufe keinen Käse, weil ich esse halt nur ein bisschen Schmelzkäse, ein bisschen Frischkäse und dann kaufe ich halt keinen Scheibenkäse, weil wenn ich es nicht brauche, brauche ich es nicht kaufen. Das heißt, wir nehmen uns unsere kleinen Brotsticks hier. Ein bisschen Käse drauf, nicht zu viel, dass halt vom Brot noch was über ist, damit das Brot auch mit knusprig wird. Das habe ich allerdings schon erwähnt. Und erwähnt es jetzt ein zweites und drittes Mal, und somit bringt es eigentlich gar nichts mehr. Machen halt ein bisschen Käse dran. Das ist eigentlich jetzt geplant für so einen Abend, wenn du alleine bist, so wie ich immer. Gewohnheitsmäßig alleine schon. Und knallst die Scheiße hier drauf. Nehmen den letzten noch ein bisschen benetzen mit etwas Käse. So. Und dann knallen wir das wie üblich, 180 Grad, Ümlüft. Ist ein türkischer Ofen, deswegen Ümlüft. Darf man den Witz noch machen? Keine Ahnung, scheißegal. Machen den bei 180 Grad Ümlüft in den Ofen. Lassen das gratinieren, bis es auch knusprig ist, etc. Dann einen Ticken auskühlen lassen und dann gucken wir uns mal, wie die Scheiße aussieht. Wo ist denn jetzt? Oh, Moment mal, ich habe ja auch noch normale Topflappen. Ha! Ja, ich habe ein Jahr gesucht, mindestens. Hallo hier. Oh, da kommen komische dunkle Wolken. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die nicht benutzt habe. Scheißding. Ha! Fotze, ey. Ah, oh, deine Mutter. Im Arsch, ey. So. Oh, das ist so ein Ding, Mann, leck mich. Also, wenn das nicht geil aussieht, dann scheiß Kamera runter hier. Das andere Ding. Sieht schon geil aus hier. Ja, kurz das Backpapier-Ding annehmen. Guck mal hier, du Fettkopf. Das knackt überall noch total. Das sieht an, die sehen aber schon geil aus. Ja, klar, die sind gerade noch zu heiß, aber sieht schon geil aus. Auf jeden Fall. Ha! Ich wollte
Wollt ihr eigentlich? Ja. Wo ist der Hund? Ach da. Was tun die hinten? Oh, wow. Es sieht aus wie Käsepommes, aber es sind keine Käsepommes. Das irritiert mich ein bisschen. Ist auch alles sehr ungesund. Auf jeden Fall. Aber wir wollen ja nicht wählerisch sein. Das hier soll ja... Toll. Ich habe einen Käse verschluckt. Das soll ja was Einfaches und Günstiges sein. Wirklich Günstiges. Weil zwei Scheiben Brot und ein bisschen Käse, das kann man ertragen. So, ist das alles schmierig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir jetzt hier so ein Brotstück mit Käse drin. Aber wenn es schmeckt. Ja? Also ein Brot mit Käse, oder? Ja, ist geil. Was soll man sagen? Ist geil, das Brot mit Käse. Knusprig, nicht zu dunkel. Na los. Ja, ist geil. Natürlich sehr fettig, sehr ungesund. Auch mit dem Weißbrot noch dazu. Oh, ich glaube, ich muss kacken. Ja, sehr gut. Ist halt ein Brot mit gratiniertem Käse. Ja, doch. Ja. Und da der Hund nicht weggeht. Schöne Schreibtischplatte.